zu sehen. Ja, und damit willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Ein Let's Play mit mir. Ja. Lumos. Ja, wer ich bin, werdet ihr ja wohl wissen, wenn ihr mein Video da anklickt. So, hallo Romora erst einmal. Und dann schauen wir doch mal in den Raum hier rein und schauen mal, ob wir das Schloss hier geknackt bekommen. Ja. So, zack. Stufe 2er geht ja ganz klar. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann schauen wir mal, dass wir heute das volle Tal von Hogsmeade mal endlich fertig bekommen. Hogsmeade fertig zu bekommen, wäre natürlich auch noch eine coole Sache. Aber jetzt machen wir erst einmal hier die Kleinigkeit hier fertig, schnell eine Schnellreise zu machen. Ist, glaube ich, sinnvoll oder auch nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne noch auf meine Instagram-Seite kommen und dort irgendwas kommentieren. Ist eigentlich gerade egal. Hauptsache es sind keine Beleidigungen und nicht irgendwelche nervige Werbungen. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung. Und auch keine irgendwelche blöde Nude-Anfrage. Immer das ja von solche kuriose Instagram Model Lumos Starkind. Ja, das gibt's ja ab und zu mal. So, alles klar. Dann brauchen wir dich hier auch. Wo ist denn der nächste Kaste hier für? Hä, wo ist denn die Kästle hier versteckt? Spiel? Ja, hier ist einer. Das habe ich schon gesehen. Hatte Opa. Gut. Revelio. Alle mal kurz Revelio durch. Ja. Weiter hinten. Ja, ja, ich weiß ja schon, wo das ist, aber die Frage ist halt, wo ich das Kästle dafür. Lumos. Da unten wohl eher nicht, oder? Wieder mal kurz rein. Ich glaube, ich war hier unten aber schon mal. Oder war ich hier unten schon mal? Ja, doch, hier unten war ich schon mal. Ah ja, doch, wenn wir in der Nähe vom Schloss Lookwood sind, dann war ich hier unten schon mal. Okay, dann nehmen wir euch jetzt mit. Komm zu mir. Ich muss zu ihm gehen. Kommt jetzt. Aber die Frage ist jetzt bloß, wo rein mit euch? So. Was fliegt da so? Ach, eine Eule. Ah, hier ist es perfekt. So, da drüber haben wir schon direkt die nächste Brücke. Ja, die Animationen, das ist mal zu sehen. Das ist jetzt aber auch nicht das, was ich will. So, und jetzt zum Notfall halt einfach als Thumbnail. So. Lumos. Nix Lumos. Die gehen wir mal hier rüber. Oh, zart. Ja, die Landeplattformen suchen wir dann extra. Und das wir wieder mal machen müssen. Das ist wieder eine Kugel. Irgendwo runterwerfen, ja. Okay, aber wo ist die Kugel hierfür? Wahrscheinlich da oben. Ah, nicht ganz so weit wahrscheinlich. Okay. Ah, okay. Ja, ich muss kurz schauen, wo es lang geht. Schnapp mir dafür einfach mal schnell ein paar. Da bist du ja. Okay, langsam. Na also. So, geht okay, es mal wieder zurück. Es tut mir leid, aber wenn du die Kugel ja mit angeschuckt bekommst, dann kann ich dich leider nicht so richtig. Ah, Philipp. Ah, er schuckt mich mit. Kommt sie wahrscheinlich mit hier runter. Kommst du? Ich war ein bisschen langsam hier. Auf jetzt. Nicht erschlagen wäre, das wäre nicht schlecht. Und zack. Jawoll. So.
mal wieder eine der ätzenden Prüfungen des Merlins geschafft. Yeah, endlich. Die erste 5 Minuten schon 2 Prüfungen des Merlin. Wunderbar. Wunderbar. So. Dann habe ich jetzt noch Xenomania, ein berüchtigt böser Gegner. Dazu einmal nochmal schnell die Schnellreise hier reingeballert. Lasst gerne Like und Abo da. Abonniert mein Instagram und spendet mir Geld, wenn ihr das könnt. Ich habe zwar jetzt kein Link für sowas, aber trotzdem, ich will Geld von euch. Wenn das funktioniert, macht es bitte. So. Ah ja, das war die eine Mission, wo ich gedacht habe, Herr Drachenberg, da kommen wir ja gar nicht rein. Doch, zum Teufel, mir wäre da definitiv reingekommen. Aber was hat der Drachenberg natürlich gemacht? Der hätte mich gecheckt. Aber da ich jetzt vernünftiger bin und hier schon... Ah, was machst du da? Du sollst da hochklettern. Es ist kein Winter Warrior Park hier. Warum hebst du dich nicht fest, du blöder Devil? So, nein. So, und. So, können wir jetzt bitte da hoch. Danke. So. Walk da, walk da. Da unten walk da, alles klar. Dann müssen wir jetzt nur irgendwie wieder runterkommen. Weil wir ja hier nicht runterklettern können. Zeit, jemandem eine Lektion zu erteilen. Ja, aber wem denn? Ich habe euch gar nichts gemacht, ihr Penner. Wie komme ich da runter? Revelio. Nein. Ah, doch, so. Ja, doch, so war es damals. Jetzt muss ich noch wieder den Arsch da wegbekommen. Warte mal, wie haben wir das letztes Mal gemacht? Aber ich sehe halt hier nichts. Warte mal. Machen wir hier schnell wieder Tag, sonst erkenne ich ja hier gar nichts. So. Was man nicht alles dafür tut, um einen berüchtigten Gegner zu töten. So, ja, jetzt mit dir. Damit ich da rein kann. So, jetzt dann gleich mir mal hier schnell durch. Sehr schön. Jetzt können wir nämlich nach da drüber, anstatt dass du einfach über die bescheuerte Mauer hier rüber kletterst. Ja, aber nee, das wäre ja zu viel verlangt. So, jetzt kann ich den Besen benutzen. Du bist so laut, Revelio. Was ist die Revelio-Botschaft, Madame? Ich weiß, was ich jetzt mit dir mache. Jemand einen Spaß mit mir. Hä? Das kann die niemals überlebt haben. Bombarda. Revelio. Auch nicht mit Achtung und dann kletter jetzt da hoch. Die blöde Kuh habe ich ja noch nicht gesehen. Oder? Hä? Hier hoch. Was will ich denn jetzt eigentlich hier? Ja, so schnell kann es gehen. Welche Frau? So. Ah. Wieso kann ich jetzt nicht über die Mauer? Revelio. Wahrscheinlich hier in dem Schuppe. Jawoll, hier haben wir es doch. Hornspore-Ei. Hornspore-Eier, die im Maul der dreiköpfigen Schlange erzeugt werden, verbessern die geistige Gegengewandtheit und werden dafür oft für Tränke verwendet. Gut. Gut, dann holen wir uns doch jetzt mal hier den berüchtigten Gegner. Confringo.
So, dafür schleichen wir uns mal hier durch. Da kommen wir gar nicht durch. So, haben wir unsere Flüche bereit. Sieht so aus, als ob man das machen könnte. Dann töten wir jetzt einfach gleich mit ganz einfacher Trick hier. Der. Hier etwa. Mal hier auf. Homura. Die steht ja ein böses Tier drin. So, mal gucken. Revelio. Nichts drin. Hier sieht so aus, als hätte mir ein berüchtigter Komm, wir kämpfen mal. Kämpfen mal den berüchtigten Gegner. Wer bist du denn? Du bist böse, dich töte ich jetzt. So, und das war's mit der berüchtigten Gegnerin hier. Aber das ist wunderbar gelöst hier. Ich denke schon mal, das haben wir gut gemacht. So, X. Accio. Vingadium Leviosa. Quatsch, X. Lass du mal die Kröte hier in Ruhe. Haben die irgendwas gemacht? Nee, gar nicht. Das ist eine epische Truhe. Geh weg. So, selber schuld, wenn ihr mich hier alle mit schwarzer Magie angreift, muss ich mich auch mal hier zur Wehr setzen. So, ich denke mal, das müsste jetzt dann reichen. Vielleicht hier. Sollte ich mich mal bei Feldcroft nach Beute. Du lass die armen Tiere hier in Ruhe. Gut, dass wir das geklärt haben. So. Hier immer alles, du immer alles. Dann kommt jetzt das als nächstes. Jetzt vielleicht ein kleiner, weiterer Weg. Hä, wir die einfach drüber fliegen können, ohne dass man dieses komische Hukut-ähnliche Schloss da reingeflogen wäre, wo wir mal mit der Nati drinne waren. Wo ich gefailt habe, weil ich nicht gecheckt habe, ich Idiot. Ja, tja. So ist halt die ganze Sache hier. Oh, geh weg, du blöder Schutzzauber, und runter mit uns. Runter mit uns. So, jetzt hat. Wissen, dass ich da ab und zu mal für Blitzen hier wieder gibt. So, schauen wir mal, was mir hier denn steckt. Habe ein bisschen Tropfstein. Das war ja einer der einfache. So, Tal von Hogsmeade sagt mir, dass wir jetzt eigentlich hier an. Dass wir eigentlich fertig sind. Ja. 8, 4, 5, 5, 1, 1, 1, 2, 3, 3. Alles klar. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch Hogsmeade. So, was haben wir in Hogsmeade noch zur Suche? Okay, jede Menge Handbuchseite und. Demigeist-Statue. Der alte Narr. Das ist der alte Narr. Da will ich jetzt hin. Kürze mit dafür einfach mal. Ja, so am besten ab. Und dann machen wir Hogsmeade, dann Hogwarts und dann Tal von Hogwarts. Und dann können wir uns langsam weiter vorarbeiten. Natürlich machen wir heute auch wieder ein bisschen weiter. Ich will jetzt allerdings gleich nur noch wissen, wo der letzte von einer blöde Demigeist-Penner da ist. Machen wir dazu einmal schnell Nacht. Dann haben wir es nämlich leichter im Finden von Sache, denn meistens leuchten irgendwelche Special-Objekte
in der Nacht. So. Theoretisch könnte ich mir jetzt dann auch mal die Option erwäge, nachzugucken, wo mir die ganze Handbuchseite finde wäre. Das müsste theoretisch... Ah doch, doch, hier war ich schon mal drin. Beim Aldena, da war ich schon. So. Okay. Hoppala. Okay, das hätte jetzt auch schief gehen können. Was treibst du da, du oller Geist? So. Ja, wo finde ich mir jetzt die letzte Sache, die mir noch suche? Also das Problem ist jetzt halt hier mit der Handbuchseite, die könnte ja überall sein. Ja, ja, geh mir nicht auf den Keks. So. Ja, in das Haus sind willkommen, wir noch nie reingekommen. Wo war ich gerade? Ach ja. Nee, bei dir habe ich jetzt eigentlich nichts. Vielleicht verkaufen wir dir einfach mal hier das Zeug. Ich habe gehört, dass sie mit Clementine Schmetterling... Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Ja, die wären leer. Ja, ja, da ist jetzt. Kann ich mittlerweile auch alle. So. Da waren wir schon drin. Da hinten drin waren wir auch schon. Ja, es ist kompliziert. Was wir jetzt machen können, ist halt, dass wir unser Guide anschauen, um so rauszufinden, wie wir den Rest noch bekommen. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ja, Philipp, deine Hogsmeade-Sätze, ja, kann ich auch alle. Auf geht's nach Hogsmeade. So. Anfangen wir doch schon mal rauszufinden, wo der letzte Demigeist ist, oder? Schieben wir es halt, wenn dieses... Die habe ich schon alles gekauft, oder? Falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Ja doch, bei Ihnen habe ich schon alles gekauft. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Eklig, was soll das, Herr Brown? So. Da waren wir auch schon überall drin. Revelio. Da ist auch kein Demigeist. Sehe ich da hinten das Schloss oder ist das nur wieder? Ehrliche Arbeit. Okay, ja, dann müssen wir heute leider eine gekartete Folge basteln. Muss nämlich dann jetzt hier. Haha, ha, hier beim Brunnen haben wir eine Botschaft. Wasserquelle. Der Klugreisende weiß, dass manche Brunnen mehr zu bieten haben als reale, unscheinbare Wasserquellen im Dorf Hogsmeade. So. Okay. Da ist er. Ich habe ihn gefunden. Okay, dann müssen wir jetzt hier irgendwie rein. Am besten machen wir das über den Eingang hier. Aha. Oh, hallo, irgendwo kenne ich sie her. So, den konnten wir damals ja eh nicht anfassen. Was geht's denn bei dir eigentlich? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Oha, guck mal. Die sind alle viel besser wie meine. Sie werden nicht enttäuscht sein. Ich das ist wesentlich versprechen. So. Alles klar, und dann verkaufe ich Ihnen gleich. Dann später den Käse. Den Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Ja, vielen Dank. So. Revelio. Gut, zum Herausfinden, welche Sache uns da noch fehle, habe ich jetzt folgende Idee. Und zwar öffnen wir einfach unsere Sammlung erst einmal. Dazu einmal hier. Ja, Beschwörung haben wir ja dann alle hier so ungefähr.
Ja, weg damit, weg, 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 weg. Ich will, dass das Ausrufezeichen sich verpiest und... Ja gut, dann könnte das nur noch die fünftletzte berüchtigte Gegner sein. Ja, stimmt jetzt nicht. Ah, doch, jetzt die habe ich ja getötet vorhin. Da haben wir auch noch ein paar Umhänge. Ja. Was haben wir hier noch so? 1, 2, 3, 4. Also noch 6, 9 müssen wir finden. Alles klar. Okay. Ja, wie stellen wir das jetzt am besten an? Ja gut, dazu machen wir jetzt einmal einen Cut. Und dann machen wir jetzt heute noch Hogsmeade 100%. Dazu muss ich jetzt halt so Schritt für Schritt die Orte besuchen, die mir vorgeschlagen werden, wo ich eine Seite finden kann. Genau, dazu machen wir jetzt einmal einen Cut und ich zeige euch dann, wo ich bin. Erst in der nächsten Folge, übernächste Folge, wann anders, gute Dame. So, dann schauen wir doch jetzt einfach mal. Tja, so schwer war das jetzt gar nicht so, aber sag mal, Philipp, wie blöd bist du eigentlich? Hier vor dem Honigtopf ist direkt die Handbuchseite versteckt. Honigtopf. Der Süßwarenladen Honigtopf verkauft eine Vielzahl an magischen Süßigkeiten, von zischenden Whispies bis hin zu explodierenden Bonbons. Kunden sollten genau wissen, was für einen Effekt sie erwartet, bevor sie diesen Laden ausprobieren. So, weiter suchen wäre, tun wir jetzt direkt. Okay, ich habe, glaube ich, noch was gefunden. Nee, dazu müssen wir einfach nur hier rein. Irgendwo hier haben wir noch welche. Ich weiß jetzt nicht, ob mir die schon hatte oder nicht. Hier. Okay, dann haben wir das schon eingesammelt. Und hier vom Niffler. Okay, vom Niffler haben wir es noch nicht gesammelt. Explodierende Bonbons. Diese Süßigkeit explodiert bei Verzehr, auch wenn sie eher keine schweren Verletzungen verursachen, sollte man sie jedoch vorsichtig kauen. So, gut, ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder irgendwas Einfaches übersehen hier. So. Rebellion. Ja, ich kann keine Mega-Power-Trinke mehr benutzen, ich weiß. Schau mir einfach weiter. Alles klar. Und 2 Zentimeter daneben befindet sich schon der nächste Rebellion-Hinweis. Das Gebäude hier haben wir nämlich nie betreten. Deswegen ist ja logisch, dass ich die Handbuchseite nie gefunden habe. Teeladen-Deko. Dieser Teeladen spiegelt den Geschmack der Inhaberin, Mrs. Stapley, wieder und ist ganz in der rosanen Farbe gehalten und mit Rüschen verziert. Eine fröhliche, klimpernde Glocke läutet, wenn ein Kunde eintritt. Erinnert mich so ein bisschen an mehr den Partyfoods Café. Das war ja auch so auf niedlich gehalten. Das war natürlich ein süßer Dateort für so Hogwarts Mystery Spieler. In den Events. Alles klar, dann hoffe ich jetzt mal, dass ich nicht schon wieder hier in der Nähe irgendwas übersehen habe. So, wie es aussieht, haben wir jetzt hier in Schnabel und Brut noch was übersehen. Genau, hier beim Futter. Schnabel und Brut. Besitzerin Ellie Bragg ist eine leidenschaftliche Beschützerin der Tierwesen und gibt dir einen guten Preis für Tierwesen, die einen sicheren Ort brauchen. Schnabel und Brut ist der Laden, in dem du Nebenprodukte wie Fubanfeder oder Nifflerfell findest. Oder auch nützliche Krabhornhörner kannst du hier finden. Möchten Sie denn gern erwerben? Und, dabei habe ich gerade gar kein Tier. Alles klar, dann fehlen uns jetzt nur noch 5 Handbuchseiten, soweit ich das gecheckt habe. Alles klar. Alles klar, und genau hier befindet sich auch noch mal einer der Schätze hier. Dazu einmal hier Bewegung. Wir befinden uns gerade in Sonntags Beseknechts Dingsbums da. Ich weiß nicht, wie das heißt. Spiroskop haben wir hier. Es ist eine Art Anti-Obskuriant und der dreht sich, pfeift und leuchtet auf, wenn es jemand in der Nähe gibt, dem man nicht trauen kann. Es kann allerdings mit Vorsicht benutzt werden, da es das Ziel sofort auf den aufmerksam macht, der es einsetzt. So, dann fehlen uns jetzt noch 4.
So, dann sind wir jetzt in Zonkos Scherzartikelade. Perfekt, die Aufnahme läuft. Ich weiß es noch nicht, ob es geklappt hat. Auf jeden Fall müsste jetzt hier irgendwo Froschleichseife finden. Genau, nämlich hier. Froschleichseife. Wer sich mit diesem Stück Seife wäscht, kann sich auf ein amphibisches Erlebnis der besonderen Art einstellen. Denn die Seife kann unter Wasser gehalten werden. Und dann bilden sich kleine Kaulquappen ihren Weg aus dem Schwamm. Ja, ich glaube, bei hier drin haben wir jetzt nichts mehr, oder? Ich weiß es nicht. Laufen wir vorsichtshalber nochmal nach dahinter. Rebellion. Ah, doch, hier haben wir noch was. Perfekt. Stinkbombe. Die Stinkbombe ist ein beliebter Schabernack, denn sie erzeugt einen üblen Geruch, der jeden im Umkreis fluchtartig vertreibt. Alles klar, dann war's das. Mal gucken, wo sich dann die nächste Revedio-Botschaft befindet. Jetzt fehlen uns nämlich nur noch zwei. Ja, ist klar, jetzt nachdem ich hier nochmal reinkomme, ich da plötzlich jetzt doch das Ding bei dem blöden braunen Idiot. So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Verzauberte Treppe. Diese verzauberte Treppe im Laden Wälzer in Schriftrollen offenbart sich, wenn ein bestimmtes Buch verlegt wird. Der Inhaber Thomas Brown verkauft einen Vielzahl von Schriftprodukten und bla 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 bla. So, ich habe irgendwie jetzt gar keinen Bock mehr. So, perfekt. Jetzt haben wir endlich Hogsmeade 100% fertig. Jetzt freue ich mich, dass wir das endlich geschafft haben. Ich habe jetzt über 20 Minuten noch nach dieser scheiß Handbuchseite gesucht. Und ich bin da einfach dran vorbeigelaufen, hab der Revelio gespammt in den blöden Lade. Also dann, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Ansehen, lasst gerne Like und ein Abo da und jetzt esse ich endlich was. Ich hab Hunger. Ciao.